So, es geht los. Jetzt wird sich zeigen, wer die besseren Nerven hat. Verladen, keine Chance. Ja, und riskant. Es gibt Schiedsrichter, die das abpfeifen. Also besonders sicher sieht er gerade nicht. Peter Cech, der hat den Ball. Schon beim Anlauf wirkte er nicht wirklich sicher. Auf mich wirkt er ein bisschen angespannt. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgebrüht. Toller Treffer. Der Elfmeter wird jetzt ausgeführt von Messi. Er macht den Elfer. Sicher sieht er für mich nicht aus. Schön verwandelt. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Der war grenzwert. Ja, ja, bei dieser Verzögerung im Anlauf, da bleibt er ja fast stehen. Jetzt muss er cool bleiben, denn wenn der Ball nicht reingeht, dann haben sie das Spiel verloren. Eiskalt verwandelt. Sehr souverän getroffen und überhaupt keine Nerven gezeigt. Boah, das war richtig knapp, der war noch dran. Ja, das ist bitter, den hat er fast gehabt. Kann es sein, dass er ein bisschen nervös ist? Er trifft nicht! Und jetzt ist er der unglücklichste Mensch in diesem Stadion. Und so läuft das eben manchmal. Wenn du schon im Spiel deine Chancen nicht nutzt, dann verlierst du eben auch am Ende im Elfmeterschießen. Die meisten Elfmeter werden ja immer flach oder halb hoch geschossen. Und jetzt wissen wir auch warum. Und das hatte sich der Schütze natürlich ganz anders vorgestellt. Das war heute ein hart umkämpftes Spiel. Beide Teams mit vollem Einsatz hier. Ja, die haben sich mal.